Grüß Gott miteinander. Hier ist wieder der Meier Werner und es geht nämlich um was? Genau, um Rohtherapie. Heute zeige ich euch einen weiteren Trick, wenn es dann der Fall sein sollte, dass die Software Rohtherapie eure Kamera nicht erkennt oder die Karte, die ihr da beim Rechner eingeschoben habt. Das ist nämlich bei mir der Fall. Die Version, die ich drauf habe, erkennt meine Kamera nicht. Ja? Und wenn das bei euch auch der Fall ist, aber ihr würdet doch trotzdem gerne mit der Software weiterarbeiten, dann verrate ich euch heute einen Trick. Anhand von einem Beispiel, wie ich es euch heute euch hier zeigen tue. Genau, okay, lassen wir los. Ich nehme jetzt für meine Kamera, genau auf das habe ich jetzt gerade gewartet hier, für meine Kamera nehme ich das Digital Foto Professionell von Canon. Ja? Also alle, die ihr Canon habt, ihr könnt eure Software, die müsst ihr ja nicht wegschmeißen, die könnt ihr ruhig auf eurem Rechner lassen. Ja? Ich habe im Voraus schon mal alle Rohdaten von der Karte rüber auf die Festplatte gelegt. Ja? Das sind Bilder von dem heutigen Sonntag am 10.07.2016. Nur dass man nicht, dass ihr dann denkt, da zeigt es dann Bilder von vergangenem Jahr. Nee, das sind alles Bilder von diesem Jahr. Ja, gerade kurz eben gemacht. Extra für diese Session. Okay. Was machen wir jetzt damit? Ja, ich werde jetzt euch zeigen, anhand von einem Blumenbild, wie das zu handhaben ist. Also ihr nehmt eure Software vor, so wie jetzt, dann drückt ihr auf ein Bild, ja, das ihr entwickeln wollt, nehmt das nach vorne. Ich gehe jetzt immer auf 50%, um die Schärfe noch etwas nachzubessern. Das ist das Einzige, was ich hier tue. Ich tue einfach hier nur die Schärfe entwickeln, so dass man wirklich knackig scharf ein knackig scharfes Bild erhalten. Ja. Übrigens sollte der Mann, der mich eben für diese Schärfe gefragt hat, dieses Video angucken, dann hoffe ich, dass ich ihn mit diesem Video geholfen habe. Ja. Also das Ausgangsmaterial ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr schon beim Fotografieren darauf achtet, dass das Bild schon bei der Kameraeinstellung scharf ist. Ja? Ja. Egal mit was für einem Objektiv, dass die da fotografiert. Ja? Aber schaut hin, dass ihr euer Bild schon beim Fotografieren knackig scharf habt. Dann, weil es wird dann sowieso etwas nachreduziert, weil der Display zeigt euch nur JPEG-Bilder an, obwohl es rot fotografiert ist. Und dann sieht das Bild schon eigentlich scharf aus. Aber behaltet das im Hinterkopf. Ja? Also so wie ich es fokussiert habe, so wird es dann auch scharf. Ja? Wenn das nicht der Fall sein sollte, ja, ich fokussiere dann immer, ich zeige euch das mal, wie ich es bei dem gemacht habe. Habe ich ein Blatt fokussiert, ja, und ich habe das 2.16er, das 70-210er drauf gehabt für das. Das könnt ihr auch mit einem Standardobjektiv machen. Müsst ihr nicht unbedingt ein Telezoom haben für das. Das geht auch mit Standardobjektiven. Ja, und dann geht das, ja, also so liegt die Schärfe dann. Ja? Das war der Ausgangspunkt. Also ich habe nicht diese Punkte genommen zum Fokussieren. Bei Blumen nehme ich immer den mittleren Punkt. Ja, ansonsten wird dann entweder hier scharf gestellt oder hier oder dort oder da, aber nicht da, wo ich gerne hätte. Deswegen immer mittig fokussieren. Ja, und das kann man auf der Kamera auch einstellen. Genau, wenn ihr jetzt hier drauf drückt, passiert nichts. Müsst ihr einfach gucken, wenn ihr zum Beispiel ein Nikon habt, dann könnt ihr das auch so machen, wie ich es mache. Okay, jetzt haben wir diese Arbeit erledigt. Ich kann jetzt diesen Fokus wieder entfernen. Ja, jetzt habe ich das Ausgangsmaterial und gehe dann rüber auf Datei,
konvertieren, nicht speichern, konvertieren. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Nikon ist, aber das sollte so ähnlich sein. Weil wenn ich es nur abspeichere, dann speichere ich nur die Einstellungen ab, aber nicht das Bild. Ja? Okay, konvertieren. Dann muss ich mal nachschauen. Ah, bei mir springt jetzt da direkt auf den 10.07.2016. Das ist gut. Ja. Nee, ist nicht gut. Ich muss auf den Ordner gehen. Ja, ich muss hier noch einen zweiten aufmachen. Ja, und zwar mache ich es aus dem ein 16-Bit. Ja. Warum 16-Bit? Weil ich dann viel besser entwickeln kann auf Rohtherapie. Ja, und es erhöht mir dann die Bildmenge. Also von 19 Megabyte rauf auf 120 oder so. Wir können es dann später mal angucken. Ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Okay, jetzt haben wir das bekommen. 16-Bit-TIFF. Ich sehe schon unten, warum dass ich den Ordner so beschrieben habe. TIFF 16-Bit. Ja. Schreibt halt immer 16-Bit-TIFF ein. Spielt ja keiner. Ihr könnt es so schreiben, wie ihr es für richtig haltet. Ich mache es immer so. Ja. Okay, und dann gehe ich auf Speichern und jetzt wird mir die Software das Bild genauso abspeichern, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ja nichts gemacht. Ja. Meine Hände werden in Unschuld gewaschen. Jetzt müssen wir etwas Geduld haben. Das kann bei euch schneller gehen als bei mir. Ja, das hängt immer vom Rechner und von der Software ab. Okay, aber das wird jetzt nicht so lang gehen. Ja, er muss ja all das auch umsetzen, was ich da ihm befohlen habe. Ja, ich befehle, er arbeitet. Genau, das ist wie auf der Arbeit auch. Der Chef befiehlt und wir Arbeiter müssen dann dem reagieren. Jetzt würden viele ja sagen, ja, das Bild ist doch okay. Ja, genau. Könnte man sagen, dass dieses Bild vielleicht okay ist. Das ist immer eine Betrachtungsweise. Ja. Und ich finde, die Farben könnten noch kräftiger sein. Ja. Weil die Sonne, es war jetzt gerade so um die 1 Uhr, als ich dieses Bild gemacht habe, ist die Sonne doch schon ziemlich blendig und bleicht die Farben aus. Ja. Okay. Und deswegen werden wir jetzt rübergehen. Ich werde mir jetzt diese Einstellung abspeichern. Übrigens, dieses Bild, das ihr hier seht, habe ich genauso gemacht. Ja. Das war in einem Laden, wo viele verschiedene Dinge verkauft werden, unter anderem auch diese Essigflaschen. Ja, und ich habe die Verkäuferin gefragt, ob ich das darf. Ja, weil mir das sehr gut gefallen hat, die verschiedenen Farben hier. Und sie hat mir gesagt, ja, ich dürfte das. Ja, also habe ich genauso entwickelt, wie ich jetzt das von Anfang an gezeigt habe. Ich habe es zuerst bei der Kamerasoftware entwickelt, dann bin ich rübergegangen zu Rohtherapie. Ja, weil ich da einfach viel mehr Möglichkeiten habe als bei der herkömmlichen Software. Obwohl für Anfänger sind die hauseigenen Software gar nicht so übel. Ja, da kann man sich mal verschiedene Sachen angewöhnen und ausprobieren. Und dann wird man schnell mal feststellen, dass nicht ausreichend tut. Ja, genau. Und deswegen machen wir das so. Ich hoffe, dass ich das Bild dann bekomme. Ansonsten, ach, hier ist es, genau. Wir werden jetzt mal uns das Datenblatt mal angucken. Da, hier sehen wir es. Ja. Mit ISO 400 habe ich dieses Bild fotografiert, nur dass diese Einstellungen dann auch klar sind. Ja. Die Verschlusszeit lag hier jetzt bei 320 Sekunden, also Millisekunden, ja, also 1 Querstrich 320 Sekunden.
Die Blende habe ich eingestellt auf 13, ja, und auch so bekommt man dann eine schöne Schärfe über. Eben wie gesagt, die Einstellungen sind schon wichtig. Und wir werden jetzt dieses Bild aufmachen. Da war was nicht okay. Entschuldigung, jetzt hat er irgendein Problem gehabt. Machen wir das nochmal. Es kann mal passieren, dass die Software ihre Tage hat. Genau. Auch Softwaren haben ihre Tage. Ja. Ja, und starten wir das Ding halt nochmal und machen nochmal einen Versuch. So, genau. Jetzt sollte es dann eigentlich marschieren. Genau, da haben wir das Bild. Also, ich habe schon gesehen, dass ich auch mit diesen Pfeilen die oberen Bildansichten verschwinden lassen kann. Ja. Letzthin habe ich euch gezeigt, wie man das macht, dass man die Seitenansicht der Regel wegbekommt. Hier, wenn der hier drauf geht, dann steht hier geschrieben Umschalttaste und dann L und dann kommt das. Ja, das ist die Pfeiltaste links oben, genau, die nach links oben. Also die Pfeiltaste, die links ist und nach oben zeigt. Ja, so sieht es für mich aus. Und dann drücke ich, also gedrückt halten, dann das L. So, und das gleiche mache ich jetzt unten bei der CTRL-Taste. Gedrückt halten, L kurz antippen. Nee, Blödsinn. Alte, gedrückt halten, L kurz antippen. Und jetzt will ich ja das Bild noch in die Größe bekommen. So. Ja, deswegen arbeite ich dann auch gerne noch mit der Software da hier. Genau. Und jetzt können wir die Seitenansicht noch dazu holen. Wir machen hier unten dieses kleine Fenster auf. Dann können wir den schärfsten Punkt, den wir vermuten, mal ins Visier nehmen. Ich nehme immer noch etwas Dunkles dazu. Ja, manchmal auch ein wenig etwas heller. Doch, ich werde noch etwas nachschärfen, aber dann war es das auch. Ja, also die Stärke etwas zurücknehmen. Also darum mache ich ja immer 16 Diff, ja? Bitdiff. Dann habe ich die Möglichkeit, das Bild noch richtig zu bearbeiten. Ich nehme auch die Kantenschärfung noch mehr genauer vor. Und ich werde jetzt auch noch das Bildrauschen etwas entfernen. Wie gesagt, dieses Bild wurde ja mit 800 ISO fotografiert, dass ich eine höhere Auslösungsrate habe, weil es draußen auch ein wenig windig ist. Deswegen, ja, also 400 habe ich jetzt genommen. Ja, wenn eigentlich bei Sonnenschein macht das nicht sehr viel aus, aber man kann da das Bild dann noch, wenn es stört, etwas entrauschen. Und das machen wir jetzt gerade. Also ich aktiviere das immer mit diesem Kästchen, weil es eins da ist, heißt es aktivieren. Dann kann ich den Regler etwas darüber ziehen. So, nicht zu viel. Sonst gehen die ganzen Strukturen hier verloren. Ja, dann sieht es dann richtig verwaschen aus. Das wollen wir ja nicht. So. Und jetzt kann ich, wie schon bei anderen Bildern, die ich euch gezeigt habe, hier auf Rottherapie, auf die Tonwertkurve, dann parametrisch. Das parametrisch muss ich ja nicht mehr erklären. Hier sind Sachen dabei wie die Tiefen. Gehen wir noch ein Stück. Ja, dann können wir die Lichter etwas anheben. Ich
Ich gebe jetzt da keine genauen Zahlen an. Ich sage nur Folgendes. Es ist so, das macht ihr nach Gefühl. Ja? Wenn ihr also seht, dass die Strukturen zu wenig sind, dann geht mit Gefühl dahinter und dann bringt ihr das auch hin. Okay, und genauso ist es mit den anderen Regeln. Nicht zu viel des Guten, ja. Wenn der Spaghetti kocht, dann schmeißt ihr auch nicht das ganze Päckchen Salz rein, sondern nur eine Prise, ja. Genau, oder einen Teelöffel voll. Ja. Denkt immer an das, ja. So wie der kocht, so esst ihr es dann auch. Und so ist es auch beim Bildentwickeln. Okay, Kontraste, etwas nach oben. Ja, und jetzt gehe ich wieder mal auf Alte und L, also Alte gedrückt halten und L. So, genau, ja, also mehr müsste man bei diesem Bild eh nicht machen. Genau, und jetzt kann man noch schauen, ob wir da hier das untere Blatt weg haben möchten oder nicht. Ich würde mal sagen, das stört ein wenig, deswegen gehe ich jetzt etwas nach runter und dann hier nach rüben. Wenn ich jetzt so sein lasse, dann stört hier dieses rote etwas, gell? Also das ist ja eine Knospe von so einer Blüte da hier, von so einer Blume. Ja, doch so kann ich stehen lassen. So ist gut, ja. Wenn also hier etwas Luft ist, trägt es ja nur zum Bild hinzu, ja? Als wenn dir dann die Blumen mit der schönen Blüten hier mittig stellt und hier gleich viel ist wie hier, ja, dann sieht es nicht so schön aus. Ja, man kann es machen, mache ich ab und zu auch mal, aber nicht öfters. Ich lasse immer hier etwas mehr Luft als da üben. Ja, dann sieht es etwas schöner aus. Das ist auch so ein Trick, den ihr anwenden dürft. Genau. Ja, bin sogar froh, wenn ihr das macht. Ja, und dann ziehe ich wieder. Mit dem Ausschneidewerkzeug, ich zeige es euch nochmal. Ausschneidewerkzeug nehmen, dann von links oben nach links unten ziehen. So erhaltet ihr eine Zweidrittelregel. Genau. Und so könnt ihr dann das abspeichern. Ihr geht da unten hin, ich zeige es nochmal. Ihr geht da unten hin, da seht ihr das Zahnrädchen, hier kann man umwandeln auf andere Software und hier kann man es zum Abspeichern gehen, genau, auf diese Festplatte drücken. Und jetzt kann man sich ja den Ordner, den man aufgemacht hat, sich raussuchen, bei mir ist jetzt der 10.07.2016, genau, und da seht ihr schon, 16-Bit, wir machen jetzt noch ein 8-Bit draus. Genau. Und das beschriften wir jetzt auch mit 8-Bit. Diff. Enter drücken. Damit ist dies abgeordnet. Die Software ist schon auf 8-Bit eingestellt. Und jetzt kann ich. Ah, ich brauche noch einen Namen. Genau. Dann mache ich ein 1 draus. Normalerweise steht da schon eine Zahl, wenn keine steht, ihr könnt es sogar selber beschriften, ihr könnt jedes einzelne Bild da oben im Namen selber beschriften. Es muss nicht unbedingt eine Zahl sein, es ist ja nur ein Beispiel. He? Also ihr könnt auch Blume reinschreiben. Ja? Also ich mache das mal, dann seht ihr dann, dass das auch so abgespeichert wird. Ja? Okay, lassen wir das mal so durchrendern. Solltet ihr Fragen haben in Sachen Rohtherapie, kann ich was entwickeln oder wie kann ich dies und das andere entwickeln, dann schreibt mir es doch unten in die Videobeschreibung von YouTube rein. Bei Facebook wäre es der Hobbyfotograf, ja, das ist meine Seite, wo Hobbyfotografen und Amateure und Berufsfotografen auch hin dürfen, ja. Und ihr könnt euch das bei Facebook dann mal angucken. Schickt einfach eine Anfrage, ich bestimmt an. Ja, könnt dann auch nach der
nachdem dass ich es bestätigt habe, mal ein paar Bilder reinmachen. Videos sind verboten, die tue nur ich reinstellen, die Videos. Genau. Wenn im Fall doch ein Video da sein sollte, werde ich das unerlaubt raus entfernen, ja, weil das ist nur dem Admin vorbehalten. Ja. Also ich werde alle Videos, die nicht von mir sind, dann entfernen aus der Gruppe. Außer wenn es dann spezielle Fälle sind. Aber dann kann man ja drüber schreiben oder mich anschreiben, ob ich es dann erlauben würde. Okay, dann wäre das mal das. Ja, und dann könnt ihr dann einfach da anschreiben und mir sagen, wie ihr das wissen wollt. Ja, wie man die Farben einstellt, die Kontraste, ja, und für was, wie man am besten Hauttöne abmischt und so. Wenn ihr lieber statt Blumen Menschen fotografiert, Frauen, Männer, Kinder, ja, und all solche Sachen. Und ich werde mich dann darum bemühen und mir jemanden dann schnappen und ein Bild machen, ja, und werde dann das mit euch zusammen bearbeiten. Genau, und dann wisst ihr dann auch Bescheid. So, jetzt soll es dann gleich mal soweit sein, dass die Software dann hier fertig ist. Genau, damit wir uns dieses Bild in 8-Bit dann mal angucken können. Ja, er hat schon gemerkt, dass ich langsam ungeduldig wird. Die Software hat sich das gemerkt. Genau, jetzt ist es soweit. Also Entschuldigung, wenn das immer ein wenig länger geht. Ich erkläre es immer wieder. Ich brauche eine Software zum Entwickeln und eine zweite fürs Video zu machen für auf YouTube. Okay, gehen wir da mal weg und gucken uns das fertige Bild hier an. So, da kommt das fertige Bild, wenn es dann kommen mag. So ist das fertige Bild. Ja. Ich zeige es das einfach gerne, nicht, dass dann das Gefühl habt, ja, bei Rottherapie sieht es dann so aus und wenn ich dann auf 8-Bit, sieht es dann eben nicht mehr so aus. Ja, genau. Nee. Darum zeige ich immer auch die fertige 8-Bit-Version. Ja. Und die 8-Bit kann ich auch nochmals nacharbeiten, falls es nötig wäre. Ja, genau. So, okay, bis zum nächsten Mal. Ja, habe mich gefreut, dass ihr da kurz teilgenommen habt. Ich wünsche euch gutes Gelingen hier beim Nachmachen. Mein Name ist der Meier Werner. Ich bin Hobbyfotograf und Videograf. Bye bye, ade ade.